Guten Morgen, Herr Flassbeck. Guten Morgen. So, dieses Gespräch findet statt, weil eine Hörerin, nämlich Lorna, sich darum gekümmert hat. Auch interessant, wie die neuen Medien funktionieren. Und Herr Flassbeck ist nicht nur von Lorna gewünscht, sondern von vielen gewünscht. Und ich möchte Herrn Flassbeck sozusagen doppelt vorstellen. Wer ihn nicht kennt, da sind wahrscheinlich die zwei wichtigsten biografischen Stufen. Einmal, Sie waren der Staatssekretär im Finanzministerium der rot-grünen Regierung, bis Lafontaine ging. Also Sie waren sozusagen Lafontaines rechte Hand im Finanzministerium damals. Genau so ist es, ja. Ich bin mit ihm gekommen, ich bin ein bisschen später gegangen, weil Beamte der Staatssekretäre müssen entlassen werden, die dürfen nicht selbst zurücktreten. Und das hat eben 4 Wochen gedauert, bis Herr Eichel mich entlassen hat. Ja, Herr Eichel, unser Sparfuchs. Na, da gehen wir gleich drauf ein. Und dann sind Sie Volkswirt bei den Vereinten Nationen geworden. Das ist natürlich immer ein großes Geflecht. Was genau war die Aufgabe da, die Sie wahrgenommen haben? Ja, ich war in Genf Chefvolkswirt der UNCTAD, der United Nations Conference on Trade and Development. Das ist also die Organisation, die sich bei den Vereinten Nationen hauptsächlich um Entwicklungspolitik kümmert und um eben um Strategien, wie die Entwicklungsländer in die globalisierte Wirtschaft einzubinden und zu integrieren sind. Okay, das klingt sowieso nach einem eigenen Thema, weil wir in Deutschland immer wieder feststellen, wenn wir Nachrichten gucken, dass die UN recht, naja, wie soll man sagen, tatkräftig von der deutschen Bundesregierung marginalisiert werden derzeit. Sowas fand da bestimmt damals auch schon statt. Ja, das stimmt, absolut. Das ist wirklich ein Thema wert. Auch die gesamte Entwicklungspolitik ist in Deutschland total unterbelichtet. Und heute sind Sie Mitherausgeber von makroskop.eu. Das ist eine Seite, auf der sich, könnte man sagen, jetzt linke Ökonomen mit politischem Anspruch versammelt haben, um regelmäßig zu publizieren. Genau, linke, kritische, jedenfalls in jedem Fall kritische Menschen, die nicht einfach alles stehen lassen wollen, was so in den üblichen Medien berichtet wird und deswegen eigene Analysen vorlegen, eben aber auch tiefgehende ökonomische Analysen und Dinge hinterfragen, die normalerweise nicht hinterfragt werden. Und da arbeiten Sie völlig im eigenen Auftrag, je nachdem, was in der Luft liegt? Genau, das habe ich nach meiner Pensionierung bei den Vereinten Nationen, habe ich das ins Leben gerufen, erst als einen Blog und jetzt sind wir vielleicht kein Blog mehr, sondern ein Magazin mit über 30 Autoren, die in der Woche 12 Artikel in der Regel veröffentlichen. So, und jetzt die Vorstellung für alle, die Sie schon kennen und auch gewünscht haben als Gast. Sie sind vor allem Kritikerstar der deutschen, wie soll man sagen, Ökonomie, weil Sie genau daneben stehen einmal. Also das, wie Sie über Ökonomie sprechen, kennt man ansonsten nicht in deutscher Sprache, sondern im Angelsächsischen ist es recht, also da fallen Sie jetzt nicht besonders auf, aber in Deutschland fallen Sie besonders auf. Wie sehen Sie sich denn selbst hier in Deutschland? Ja, das ist schon eine gute Charakterisierung, was Sie gerade vorgenommen haben. Also ich bin hier natürlich die Minderheit, das ist vollkommen klar. Die Mehrheit ist eben sehr streng, dogmatisch, neoklassisch, neoliberal und ich vertrete seit 40 Jahren eine andere Position und eine keynesianische kann man sie nennen, aber ich habe eben meine eigene Position aufgebaut in vieler Hinsicht, auch wissenschaftlich. Und ja, ich versuche das zu publizieren, weil viele Dinge, die furchtbar einfach sind, selbst die einfachsten Dinge sozusagen, von der herrschenden Meinung in der Ökonomik ignoriert werden, leicht hinweggeschoben werden. Und damit wird die Öffentlichkeit massiv manipuliert. Ja, sie wird manipuliert, weil bestimmte Dinge einfach nicht zur Sprache kommen dürfen, dass wir jetzt nicht alles diskutieren werden. Ja, was ich immer witzig finde, ich habe mir auch ein paar Vorträge angeguckt, Sie weisen immer schon darauf hin, jetzt methodologisch, das ist noch gar keine ökonomische Diskussion, sondern hier geht es erstmal um die Logik der Buchhaltung. Da ist sozusagen Ihr Ansatzpunkt schon, wenn Sie auf die deutschen Ökonomien gucken. Ja, weil theoretische Diskussionen sind ja schon ungeheuer schwer. Ne? Ja. Wenn Sie eine theoretische Diskussion führen, eine theoretische Auseinandersetzung, dann muss man immer sehr viele Argumente berücksichtigen und muss sehr viele empirische Fakten auch hinzunehmen und so. Diese Diskussion muss man aber gar nicht führen oder kann man ein bisschen zurückstellen, wenn es schon nicht mal gelingt, die buchhalterischen, die logischen Fragen zu klären. Und das ist das Irre eigentlich, dass ich gehe auch an deutsche Universitäten und rede mit konservativen Professoren und zeige meine Ergebnisse, diese Buchhaltungsergebnisse, ist makroökonomische Buchhaltung eben für die gesamte Welt. Und die schauen dann weg, die wollen das nicht wahrhaben, die ignorieren das. Und da geht es immerhin um diese absolut zentrale Frage,
Staatsverschuldung, wie viel Staatsverschuldung braucht ein Land, wie hat Deutschland alles richtig gemacht mit der schwarzen Null und so weiter, darf man eine schwarze Null in die Verfassung schreiben? Das sind ja absolut vitale, zentrale Fragen, die jetzt bei den Koalitionsverhandlungen auch wieder keine Rolle gespielt haben, weil alle von vornherein geglaubt haben, ja, die schwarze Null ist unabwendbar, aber das ist eben vollkommen falsch. Ja, für alles braucht man atmende Deckel, außer für die schwarze Null, die, da waren alle festgeschrieben. Also wir werden heute über Macron und die FDP, und das ist ja ein sehr schöner Widersatz eigentlich gerade, Macron und Lindner irgendwie sprechen, aber jetzt haben sie auch schon die Jamaika angesprochen. Sie haben gestern einen Text publiziert, in dem sie vorschlugen, jetzt könnte sich ja mal die Linke vereinen, also sie haben von einer vereinten Linke gesprochen, die jetzt möglich wäre, wenn sie sich zusammenrauft, und dann haben sie der angeboten, auch gleich ein Wahlprogramm zu schreiben, das nicht nur Deutschland eine Regierung gibt, sondern auch Europa rettet. Aber die vereinte Linke, ist das nicht so ein Traum, der immer mal wieder aufflammt, aber eigentlich, also wenn man eins nicht vereinen kann, dann sind das ja wohl die linken Parteien, oder? Naja, das stimmt im Prinzip schon, aber im Prinzip haben sie recht, aber sie können ja auch mal Unrecht haben. Sie können Unrecht haben deswegen, weil es wirklich, das habe ich am Ende meines Textes geschrieben, eine historische, einmalige Situation gibt, ja. Es gibt eine fantastische Situation und es hat tatsächlich ja schon Länder gegeben, wo sich die Linken mal einen Ruck gegeben haben und als Wahlbündnis sozusagen angetreten sind. Ich will ja nicht die Parteien auflösen, aber ich will ihnen zurufen, hier überlegt doch mal, ob man nicht ein Wahlbündnis machen kann, ein linkes Wahlbündnis, das pragmatisch ist, das jetzt nicht verrückte linke Ideen vertritt, sondern vernünftige Wirtschaftspolitik vertritt. Ob dieses Bündnis aus, sagen, Teilen der Grünen oder den Grünen und der Linken und Teilen der SPD oder der SPD, das ist mir alles egal, ob die nicht versuchen sollten, wenn es zu Neuwahlen kommt, 50% zu erreichen. Und ich glaube, das ist absolut möglich, weil die bisherige SPD ist ja keine linke Partei mehr, sondern irgendwie ein Abklatsch von irgendeiner linken Partei, das immer gewesen ist. Und die Linke hat selbst so viel radikale Elemente sozusagen noch an Bord, oder wird immer assoziiert mit Kapitalismuskritik und Systemwechsel, was die Leute alles nicht wollen. Und die Grünen haben keine echte Wirtschaftspolitik. Also es ist ein irres Vakuum in der Mitte. Und dieses Vakuum könnte man leicht ausfüllen, indem man eben, ja, ich sag's mal ganz platt, und aber so platt ist es tatsächlich, indem man diese Parteien vereint, indem man sie zum Geldausgeben bewegt. Denn Geldausgeben ist das, was Deutschland im Moment am besten könnte, aber nicht tut. Weil das Potenzial in Deutschland jetzt per Staat öffentliche Investitionen und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, ist ungeheuer groß. Okay, dann steigen wir da mal ein. Macron, also Sie sind jetzt gerade in Frankreich, wo wir miteinander reden. Das sind ja beste Voraussetzungen eigentlich, weil wir haben ja eine Feststellung hier im Podcast gemacht. Egal, wo in Europa eine Idee aufploppt, nach Deutschland schafft sie es nie. Also die Macron-Rede zum Beispiel, die er 2 Tage nach der Bundestagswahl gehalten hat, die ersten 20 Minuten wurden von Phoenix auf Deutsch übertragen, danach wurde zurück ins Studio geschaltet und die Reporterin fragte einen anwesenden Professor, was halten Sie denn von der Rede, ist da viel Neues drin? Und dann hat der Professor gesagt, nein, hier steckt nicht viel Neues drin, wir können jetzt sozusagen im Programm weitergehen. Aber wenn man dann doch mal in die Rede reinguckt, Macron schlägt eine Neugründung der Europäischen Union vor. Also europäische Wahllisten, das stand ja schon länger in Diskussion, dass man nicht nur nationale Parteien antritt, weil das sind derzeit 170 oder so, die da kandidieren, aber keine einzige davon ist europäisch. Eine kleinere Kommission, selbst Großbritannien könnte wieder aufgenommen werden, jetzt ging es erstmal los mit gemeinsamer Verteidigung, aber wirtschaftlich ein gemeinsamer EU-Aushalt, EU-Finanzminister als ganz neue Position, gemeinsame Unternehmenssteuern, gemeinsame Investitionen in den Klimaschutz, EU-Mindestlohn. Also, ich habe keine deutsche Diskussion dazu gefunden, aber was bedeutet das eigentlich, wenn Macron sagt, Deutschland und Frankreich könnten ja damit beginnen, so ein Kerneuropa, ein wirklich gemeinsamer Markt. Was bedeutet das? Was will der Macron hier? Das bedeutet, dass man diese Chance, zunächst mal muss man diese Chance ergreifen. Wenn der französische Präsident solche Vorschläge macht, dann kann man sie nicht einfach sozusagen der Geschichte überlassen, sondern muss sich damit auseinandersetzen. Die Macron-Initiative ist in meinen Augen wirklich sehr wichtig gewesen, denn man hat Vorschläge gemacht, die man nicht alle teilen muss. Vom Militärischen will ich mal ganz absehen, ist nicht mein Gebiet. Aber in Sachen Wirtschaftspolitik hat er immerhin Mut bewiesen. Ne? Er hat den Mut bewiesen, zu sagen, es ist etwas schiefgelaufen, wir müssen etwas erneuern.
Nur hier kommen wir an einen kritischen Punkt, sehen Sie? In Deutschland ist die Bereitschaft, objektiv und ernsthaft über die EU und die Probleme in der EWU, also in der Währungsunion, nachzudenken, ungeheuer gering, gleich null praktisch. Es gibt nur eine einzige Partei, die Linke, die sich ab und zu mal traut, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Die SPD verweigert sich vollkommen, weil sie weiß, dass sie entscheidende Fehler gemacht haben, nämlich Rot-Grün haben entscheidende Fehler gemacht, Anfang der 2000er Jahre, zu Beginn der Währungsunion. Und die CDU ist, ich sag mal, in ihrer Bräsigkeit froh, dass alles so gut ist und Deutschland ist gut und die anderen müssen sich gefälligst anpassen. Frau Merkel sagt immer, alle müssen wettbewerbsfähig werden. Und damit ist das Problem für die CDU erledigt. Und das ist ein grober Verstoß gegen alle europäischen Prinzipien. Und wenn man etwas erneuern will, Macron hat das nicht so ganz deutlich gesagt, aber er hat es sicher im Hinterkopf gehabt. Wenn man etwas erneuern will, dann muss man sozusagen, ja, neu denken, neu anfangen und sagen, wie können wir dieses Problem bereinigen? Wenn man das nicht tut, wenn man von vornherein jetzt sagt, es ist alles so gut gelaufen, Deutschland steht super da, und Frankreich hat zu liefern, so wie das üblicherweise in Interviews heißt, dann ist die Sache, hat die Sache keine Chance mehr. Dann ist die Sache Europas sozusagen für mich verloren. Wir werden sehen, im nächsten Jahr sind Wahlen in Italien, im März sind, glaube ich, Wahlen in Italien. Und da können schreckliche Ergebnisse für Europa rauskommen. Da kann herauskommen, dass eine Mehrheit entweder unmittelbar gegen Europa ist und gegen den Euro ist, oder aber sich eine Koalition von rechts bis links bildet, die eine große Mehrheit hat und gegen den Euro ist. Und das wird in Deutschland einfach nicht wahrgenommen. Wir sind die Weltmeister im Verdrängen. Da sind wir wirklich groß und das kann nicht so weitergehen. Mhm. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der europäische Finanzminister ist jetzt nicht die Lösung. Weil es hängt ja davon ab, was der Finanzminister tut. Ne? Finanzminister heißt ja nichts. Da sitzt irgendeine Figur, die nennt sich Finanzminister und gibt Geld aus. Das reicht natürlich nicht. Aber die Idee zu sagen, wir brauchen eine vereinheitlichte Finanzpolitik, aber bräuchten noch mehr, wir haben sowieso vereinheitlichte Geldpolitik, wir bräuchten auch noch eine angeglichene Lohnentwicklung, das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Gemeinsamer EU-Haushalt, das heißt auch im Grunde, also nehmen wir mal Europa ist ja bisher halt Landwirtschaftssubventionen, so kennt man es. Die großen Haushalte sind dafür verbraucht. 1,7% des ganzen EU-Haushalts gehen in eine gemeinsame Sozialpolitik. Wenn man jetzt in Diskussion stehen ja eine Arbeitslosenversicherung europaweit oder auch ein EU-Mindestlohn, wobei der wieder anders bezahlt wird, aber wenn man so EU-Töpfe schafft, entzieht man damit Nationalstaaten tatsächlich in, so wie die FDP das auch davor warnt, also wirklich sozusagen souveräne Rechte, eigene politische Gestaltung zu machen und verlagert das nach Europa und das als zweites, schafft man damit eine europäische Entität, die sich auch wieder neu, die sich überhaupt mal verschulden kann, weil das ist ja auch das, was Sie aufdröseln, wenn man Deutschland kritisiert, dann ist das ja meistens, also bei Ihnen, niemand verschuldet sich mehr. Die Privathaushalte verschulden sich nicht, die Unternehmen verschulden sich nicht, der Staat verschuldet sich nicht. Wer verschuldet sich eigentlich? Könnte man die EU einfach als Entität aufbauen, die als nächstes Schulden macht? Naja, im Prinzip muss man so jedenfalls anfangen. Ob dann die EU als solche die Schulden macht oder wieder die nationalen Staaten, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist zunächst mal, dass man eine richtige Analyse hat. Und die richtige Analyse, Sie haben es schon gesagt, bedeutet, dass wir heute eine vollkommen andere Situation haben als noch vor 10 oder vor 20 Jahren vor allem, als sich nämlich die Unternehmen sozusagen verschuldet haben, die Hauptschuldner waren in der Volkswirtschaft, in der gesamten Welt. Das hat sich fundamental geändert. Inzwischen sind in fast allen Ländern die Unternehmen Sparer geworden. Und sparende Unternehmen sind genau das Gegenteil dessen, was eine Volkswirtschaft braucht, weil auf der Volkswirtschaft müssen wir immer ein Gegengewicht haben. Wir haben sparende Haushalte und dagegen, irgendjemand muss diese Ersparnisse kompensieren, sozusagen durch eigene Ausgaben. Dagegen stehen die Unternehmen normalerweise. Wenn die Unternehmen aber nicht da stehen, dann muss jemand anders da stehen, denn sonst bricht die Volkswirtschaft zusammen. Wenn die Menschen nur sparen, wenn also 10% des Einkommens immer gespart werden, bricht die Volkswirtschaft in ganz kurzer Zeit zusammen. Also müssen immer 10% dagegen ausgegeben werden, damit die Ersparnisse ausgeglichen werden. Und das kann nach Lage der Dinge eben in Deutschland
Wie machen wir das in Deutschland? In Deutschland haben wir das super einfach gelöst, indem wir sagen, die Ausländer sollen sich verschulden. Ne? Die gesamte Verschuldung Deutschlands findet im Ausland statt. Das ist natürlich eine vollkommen perverse Art und Weise, das Problem zu lösen, weil einfach für den Rest der Welt bedeutet, sie müssen die Defizite machen, sie müssen Schulden machen, damit die Deutschen gut über die Runden kommen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir auf der Welt keine Lösung für dieses Problem haben, denn die Welt kann sich ja nicht verschulden gegenüber, ja, kann nicht die Verschuldung nach außen tragen gegenüber irgendjemand. In der Welt ist die Verschuldung immer null. Mhm. So, und deswegen ist Trump zum Beispiel zu Recht kritisch an dieser Frage. Kann nicht ein Land sagen, wie, uns geht das alles nichts an, wir sind happy und glücklich und wir lösen unser Problem, indem wir die anderen zu Schuldnern machen. Und dann, aber das ist das Allerperverseste, dann den anderen noch permanent sagt, aber ihr sollt genauso werden wie wir. Das ist das Tollste. Ja. Das ist dann die Absurdität ohnegleichen, denn das können sie ja gar nicht. Sie können ja nicht so werden wie wir. Das ist logisch unmöglich. Und das verlangen wir von anderen Ländern. Und wenn Frau Merkel sagt, alle müssen wettbewerbsfähiger werden, ist es einfach Unsinn. Es ist glatter Unsinn. Mhm. Und das ist eben das, was ich vor allem beklage, dass man das in Deutschland nicht in eine öffentliche Diskussion hineinbringt, dass Frau Bundeskanzler glatten Unsinn erzählt und praktisch niemand widerspricht. Ja. Sie vergleichen ja immer die den Zustand Deutschlands, was die ökonomischen Eckdaten angeht, mit zum Beispiel Amerika und Japan. Japan hat irgendwie eine Schuldenquote von 250% zur eigenen Wirtschaftskraft. Ja. Deutschland liegt irgendwo bei 80 oder so jetzt. Und Amerika auch katastrophal verschuldet eigentlich, wenn man es jetzt hier auf dem Papier anguckt. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, Deutschland, also eine Lösung wäre, Deutschland macht das genauso wie Japan und Amerika und setzt einfach ein bisschen Staatsschulden oben drauf. Aber wo läge denn eine europäische Lösung? Also angenommen, man würde jetzt sagen, okay, Deutschland muss sich nicht verschulden, sondern wir schaffen jetzt wirklich eine europäische Entität. Also ich nenne es jetzt immer Entität, weil ich auch nicht genau weiß. Naja, nennen Sie es Investitionsagentur oder so. Ja, genau. Also steckt sowas bei Macron mit drin, dass man wirklich sagen könnte. Ich glaube, er hat die Vorstellung, dass wir eine europäische Investitionsagentur schaffen, die dann von den Staaten natürlich finanziert wird. Sie muss ja von irgendwoher finanziert werden. Also sie wird von den Staaten finanziert oder sie bekommt eigene Steuereinnahmen, aber sie muss ja auch an den Kapitalmarkt. Und um an den Kapitalmarkt zu kommen, muss sie von den Staaten abgesichert sein. Und diese Investitionsagentur wird dann, sagen wir, die berühmten transeuropäischen Netze im Verkehr oder alternative Energien oder andere Dinge in großem Stil finanzieren. Ja, also wir hätten sozusagen eine finanzpolitische Einrichtung, die Europa Rechnung trägt. Beispielsweise ist ja das Stromnetz sowieso schon komplett europäisiert. Da gibt es ja gar keine nationalen Grenzen mehr. Man hätte sozusagen, man wäre dann gleichgezogen auf finanzpolitischer Ebene mit dem, wie Europa sowieso schon aufgebaut ist. Klar, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alles und jedes nach Europa verlagert werden sollte, weil es gibt schon Dinge, die man besser im nationalen und regionalen Rahmen regelt. Aber in der Tat, eine solche Investitionsinitiative wäre ungeheuer wichtig. Gerade die Verkehrsinfrastruktur muss in Europa insgesamt massiv modernisiert werden, ökologisiert werden. Und das kann man am besten wirklich auf europäischer Ebene machen. Hm. Wenn Europa eigene Steuern einnimmt, so wie das Macron vorschlägt, fehlt das dann den Nationalstaaten als Steuer? Sicherlich ja, ne? Nein, was soll denen fehlen? Wenn Europa dafür Aufgaben übernimmt, das macht ja irgendetwas mit diesem Geld. Es wird ja nicht irgendwie das Geld einfach so verbraten. Es macht etwas damit. Es übernimmt also Aufgaben der Staaten und wird dafür finanziert. Aber wie gesagt, das Entscheidende in dieser Situation, in der wir jetzt sind und in den nächsten 10 Jahren sind, ist, dass Geld am Kapitalmarkt aufgenommen wird. Am Kapitalmarkt sind die Zinsen null. Die Zinsen von null bedeutet, dass der Staat im Moment für Ausgaben von der Finanzierungsseite her nichts bezahlt. Die Kosten sind null, Finanzierungskosten sind null, weil, das war implizit in dem, was ich vorhin erklärt habe, der Staat niemals Schulden zurückzahlen kann. Er darf und kann keine Schulden zurückzahlen, sondern seine Schulden sind die Schulden und fertig. Und deswegen kostet ihn eine Investition im Moment genau gleich null. Und es ist absolut lächerlich. Es ist absolut lächerlich, dass das Erste, worauf man sich in Jamaika geeinigt hat, sozusagen auf dem Weg nach Jamaika einigen konnte, ist zu sagen, nein, aber investieren wollen wir auch bei Nullzinsen nicht. Ne? Mhm. Das macht Mario Draghi. Mario Draghi versucht, Menschen dazu zu bewegen, sich zu verschulden und zu investieren mit seinen Nullzinsen.
Und dem können wir natürlich national entgegnen, in vernünftiger Weise oder europäisch, auf der europäischen Ebene. Also die Steuerfrage ist sekundär. Die primäre Frage ist, wie viel Geld nimmt Europa vom Kapitalmarkt und investiert es? Aber dieses, also beschreiben Sie mir nochmal genau den, wenn Sie sagen, Staatsverschuldung ist Staatsverschuldung, steht dann halt in den Büchern, da kommt es wirklich dann nur auf den Zinsdienst an, zu dem sich ein Land verpflichtet. Aber nicht, also Schuldenabbau ist sozusagen, sollte gar nicht zur Disposition stehen. Nein, Schuldenabbau kann es niemals geben. Schuldenabbau bedeutet ja, dass der Staat zusätzlich spart. Ne? Wir haben aber ja schon ein gewaltiges Sparproblem. Ne? Also die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen. Das heißt, wir haben schon zu viele Ersparnisse. Wenn der Staat jetzt auch noch spart, muss sich ja wieder einer verschulden, damit die Rechnung aufgeht. Und das kann nicht funktionieren. Das könnte ja wieder nur das Ausland sein. Also Staaten, die Geld zurückzahlen, sind eine Perversion ohnegleichen. Ne? Weil sie vergrößern das Problem, das der Staat eigentlich lösen soll, nämlich das Sparproblem. Und deswegen kann man das vergessen. Das ist sinnlos. Der Staat kann seine Schulden reduzieren, dann, wenn die Wirtschaft stark wächst. Das passiert auch, das immer wieder passiert, aber nicht absolut gesehen, sondern nur in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Macron schlägt einen EU-Mindestlohn vor. Da sind wir ja nun sehr nah bei Ihrem Argument, wenn Sie immer sagen, naja, man hat sich mit der Einführung der Währungsunion, also mit dem Euro, entschieden, 1,9% Inflation. Dieses Ziel hat die Europäische Zentralbank immer gut erreicht. Und der Lohn sollte eigentlich daran gekoppelt sein. Bevor ich jetzt Sie frage, wie kann der Staat überhaupt in Lohnentwicklung eingreifen, weil das machen doch die Unternehmen und so. Wenn es einen europäischen Mindestlohn gäbe, besteht, also kann das überhaupt was lösen? Weil ich denke mir, das Niveau wäre sowieso niedriger, als es jetzt Deutschland bräuchte. Und Deutschland könnte da wieder eine Chance drin sehen, zu sagen, na, dann machen wir halt einen europäischen Mindestlohn. Aber wir wissen dann, der liegt nicht bei 12 Euro, sondern bei 7 Euro. Oder könnte man tatsächlich jetzt einen europäischen Mindestlohn einführen, bei dem auch deutsche Arbeiter sozusagen davon profitieren? Nein, davon halte ich jetzt nichts. Den Mindestlohn, man muss es ein bisschen qualifizieren, den Mindestlohn kann es nicht geben, weil der Mindestlohn ist von Land zu Land unterschiedlich, weil auch die Lohnniveaus von Land zu Land ja unterschiedlich sind, weil die Produktivitätsniveaus wiederum von Land zu Land unterschiedlich sind, denn die Löhne haben sich ja in der Vergangenheit an die Produktivität angepasst. Insofern kann man jetzt nicht in Portugal einen mittleren europäischen Mindestlohn einführen und in Deutschland auch nicht. Der ist für Portugal und für Deutschland unangemessen. Ich glaube, wenn man es wiederum positiv interpretiert, was Macron meint, dann meint er wahrscheinlich eher mein Problem oder meinen Punkt, den ich immer mache, nämlich sage, wir brauchen eine Angleichung der Lohnentwicklung. Ne? Wenn wir zurückblicken, die letzten 10 Jahre, dann war es eben so, dass die Produktivität in Frankreich und in Deutschland gleich stark gestiegen ist. Aber die Reallöhne sind in Deutschland deutlich hinter der Produktivität zurückgeblieben. Und in Frankreich sind sie genauso gestiegen wie die Produktivität. Das ist problematisch in der Währungsunion, weil in der Währungsunion kommt die Inflation nicht von der Geldpolitik. Das ist ein alter Trugschluss. Das hieß Monetarismus, ist aber falsch. Sondern die Inflationsentwicklung kommt von den Löhnen, von den Nominallöhnen. Die Nominallöhne im Verhältnis zur Produktivität, das nennt man Lohnstückkosten. Diese Lohnstückkosten entscheiden darüber, wie sich die Inflationsrate langfristig in allen Ländern entwickelt. Und was wir brauchen in der Europäischen Währungsunion, deswegen ist ja eine Währungsunion, weil wir, Sie haben es gesagt, ein gemeinsames Inflationsziel haben. Um dieses Inflationsziel zu erreichen, brauchen wir eine bestimmte Anpassung der Nominallöhne an die Produktivität. Nämlich in allen Ländern müssen die Nominallöhne genau um 2% oder 1,9% stärker steigen als die nationale Produktivität. Man muss sich also an seine nationale Produktivität anpassen. Und das müsste auch hinter der Macron-Idee stehen, wenn sie denn ökonomisch tragen sollen, nämlich die Anpassung an die Nationalproduktivität und eine vorübergehende stärkere Anpassung sogar, weil Deutschland ja 10 Jahre gesündigt hat, sozusagen gegen diese Regel verstoßen hat. Deswegen muss in Deutschland die Löhne jetzt stärker steigen. Wenn man dieses Argument irgendwie so empirisch materiell aufziehen möchte, das kommt mir dann mal als Frage in den Sinn, auch wenn ich Ihre Vorträge geguckt habe, Lohnstückkosten und Produktivität, wie wird das ermittelt? Also steht man da mit einer Stoppuhr irgendwie in der Fabrik und guckt sich genau an, wie so eine Arbeitsstunde aussieht, was als Produkt rausfällt, für welchen Preis es auf dem Markt funktioniert oder wie kommt man überhaupt zum Kennzifferkern zu sagen, Produktivität und Lohnstückkosten, also sind das gesicherte Werte, die wir da haben, wenn wir ökonomische Modelle darauf aufbauen? Naja, die sind so sicher, wie Statistik sicher ist. Sehen Sie, es ist natürlich nicht so, dass der Einzelne da berechnet wird. Der,
die Produktivität des Einzelnen, sondern was wir tun, ist etwas ziemlich Einfaches. Wir nehmen das gesamte Bruttoinlandsprodukt, das ist natürlich eine Schätzung unserer Statistiker, also alles, was wir produzieren, zusammengerechnet sozusagen. Und das teilen wir wiederum durch die von den Statistikern ermittelten Arbeitsstunden. Ne? Mhm. Und dann wissen wir, wie viel hat der einzelne Mensch in Deutschland im Durchschnitt wiederum pro Stunde erwirtschaftet. Das sind in Deutschland etwas über 40 Euro. Also 40 Euro pro Stunde wird von jedem einzelnen Menschen in jeder Stunde sozusagen erwirtschaftet. Beispielsweise durch Produkte, die innerhalb von einer Stunde entstehen, also jetzt ganz holzschnittartig, und dann für 40 Euro auf dem Markt auch einen Käufer finden. Genau. Ja, okay. Also das ist, wie gesagt, aber nur ein Artefakt, das ist ein statistisches Artefakt, aber man kann eben, erstaunlich ist, mit diesem Artefakt sehr gut dann erklären, die tatsächliche Inflationsentwicklung, wenn man die Lohnentwicklung, die ja auch statistisch ermittelt wird, die ist besser zu ermitteln über die Tarifverhandlungen, dann gibt es noch Auf- und Abschläge in den Unternehmen, sodass man effektive Löhne hat. Und wenn man das in Beziehung setzt zur Produktivität, kann man die Inflationsentwicklung sehr gut erklären. Und dass da ein sehr enger innerer Zusammenhang ist. Also wir haben eine Inflation, die kann man nun, da gibt es ja den Warenkorb, auch wenn man sich streiten kann, wie er zusammengesetzt ist, aber da haben wir sozusagen eine recht gesicherte Erkenntnis. Und eine Lohnentwicklung müsste man jetzt einfach, also runtergebrochen, Sie sagen das in Vorträgen erstaunlicherweise nie so, aber wenn die Lohnentwicklung unter der Inflation bleibt, haben wir faktisch eine Verarmung. Also es ist nicht nur, dass es sozusagen die Möglichkeiten am Konsum teilzunehmen stagnieren nicht und man liegt nicht drüber, sondern man verarmt sozusagen. Und da ist Deutschland sehr besonders in den letzten 10 Jahren gewesen. Naja, in Deutschland gefallen sind die Reallöhne in der Tat nicht. Sie sind aber stabil, sie sind nicht gestiegen über fast 10 Jahre. Und das bedeutet natürlich eine relative Verarmung. Das heißt, es sind viele einfach hinten runtergefallen. Die Produktivität ist gestiegen. Irgendjemand hat die Produktivität ja gekriegt. Das waren in erster Linie die Unternehmen. Die sind, haben unendlich viel Geld verdient ab 2000 sozusagen in den 15 Jahren. Und die Arbeitnehmer sind hinten runtergefallen. Und in der Gruppe der Arbeitnehmer sind natürlich nochmal welche besonders hinten runtergefallen, nämlich die, die man sozusagen quasi aus dem normalen Erwerbsleben gedrängt hat, die jetzt nur noch Minijobs machen oder ganz besonders natürlich die, die gar keine Arbeit haben und Hartz IV bekommen. Die hat man rausgedrängt, sodass hinter dieser Entwicklung natürlich auch eine massive Umverteilung steht, die aber im Grunde keine Funktion hat, die also nicht mal sozusagen das, was sie eigentlich erreichen sollte, diese Umverteilung, nämlich die Abbau von Arbeitslosigkeit, begründet hat, außer insoweit, als die Deutschen Exportkönige und Exportweltmeister geworden sind und Exportüberschussweltmeister. Denn das hat natürlich gewirkt. Gewirkt hat nur ein einziger Kanal sozusagen, sagen die Ökonomen, der Exportkanal. Diese Lohnsenkung hat nur bewirkt, dass über den Export wir die anderen Länder, den anderen Ländern Marktanteile abgenommen haben, was aber dann wiederum ein Nullsummenspiel ist in der Welt. Positiv beigetragen haben wir nichts zum Ergebnis in dieser Welt. Ja. Wenn man jetzt das eine Argument, was Sie ja machen, der Staat sollte sich verschulden, dann die Löhne, wie sie sich entwickeln. Wenn ich mir, also vielleicht ist es zu naiv, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ja in Deutschland das System der Aufstockung. Also wir haben so einen Mindestlohn und wenn der irgendwie nicht erreicht wird, also jetzt meine ich nicht den richtigen Mindestlohn, sondern es gibt so eine Art Möglichkeit, sich beim Staat Restlohn zu holen, den das Unternehmen nicht bereit ist zu zahlen. Wenn man das jetzt aufdreht, diese Entwicklung und sagt, naja, dann soll sich halt der Staat verschulden und er entlasse dann die Lohnkosten der Unternehmen, indem er einfach direkt Aufstockerei macht. Wenn man, also ist das nicht ein Weg zu so einer Art Grundeinkommen, die sich dann irgendwann auch entkoppelt davon, ob man überhaupt noch arbeitet oder nicht? Nein, ich bin ja nicht der Meinung, dass der Staat, schon mal der erste Schritt ist nicht meine Position. Meine Position ist nicht, dass der Staat mit dem Geld, was er da im Kapitalmarkt aufnimmt, jetzt die Unternehmen wieder entlastet. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Der nimmt das Geld ja auf, weil die Unternehmen schon so viel Geld haben. Mhm. Also muss er nicht damit die Unternehmen entlassen. Auch Steuersenkung für Unternehmen ist absoluter Humbug. Ne? Wenn man über etwas reden müsste, ernsthafterweise dann über Steuererhöhungen für Unternehmen, weil sie ja zu viel Geld haben. Ne? Und also da sollen nicht die Unternehmen entlastet werden, sondern die Unternehmen, die muss man verpflichten, das ist der zweite Zweig der Argumentation, sozusagen vernünftige Löhne zu bezahlen. Ne? Und die können die einfach zahlen, machen wir uns nichts vor. Die haben ja so viel Geld, die können die einfach bezahlen. Das ist völlig gegen unsere Vorurteile, weil wir immer denken, wenn jetzt der Lohn irgendwo ein bisschen steigt, sofort schmeißen die alle Leute raus. Das stimmt überhaupt nicht. Diese ganze Theorie ist vollkommen falsch, diese Arbeitsmarkttheorie.
des Neoliberalismus ist vollkommener Humbug. Und sondern was passiert? Man hat es beim Mindestlohn gesehen, bei der deutschen Einführung des Mindestlohns. Alle haben gesagt, oh ja, jetzt wird die Arbeitslosigkeit steigen. 900.000 hat das IFO-Institut ausgerechnet, werden jetzt arbeitslos werden. Und was ist passiert? Puff, nichts. Es war ein Pups im Wind sozusagen. Es ist überhaupt nichts passiert. Der Mindestlohn wird bezahlt. Und wenn wir einen Mindestlohn von 10 oder 12 angesetzt hätten, wäre es genauso gewesen. Mhm. Unternehmen zahlen das einfach und dann gucken sie, was passiert. Und wenn dann passiert, was logischerweise passiert, dass sie plötzlich mehr Nachfrage haben, weil die Leute mehr Geld zum Ausgeben haben, dann passiert da gar nichts am Arbeitsmarkt. Ne? Mhm. Das ist der große Irrtum der Neoklassiker. Nein, was der Staat tun sollte, ist, er sollte mit diesem Geld wirklich investieren. Ne? Also Infrastruktur schaffen, Infrastruktur, Bildung, alles. Wir reden jetzt über Klimawandelverhinderung und wir reden über eine langfristige Energiestrategie. Dazu müsste man unglaublicherweise investieren in Deutschland. Ne? Denn wir begreifen ja gar nicht, wie abhängig wir noch von fossilen Energieträgern sind. Das geht ja nicht darum, drei Kohlekraftwerke abzuschalten. Das ist vollkommen lächerlich. Diese Diskussion ist lächerlich. Nein, Öl und Gas und Kohle sind unendlich tief in unser Wirtschaftssystem verwoben. Und uns davon zu lösen über die Jahre, das ist eine irrsinnige Aufgabe. Und dazu braucht man irrsinnig hohe öffentliche Investitionen. Also wenn man ernst machen will damit, dann muss man das jetzt tun und muss man dort eingreifen. Aber auch schauen Sie Verkehrsinfrastruktur. Sie müssen ja nur morgens die Verkehrsmeldung hören in Deutschland. Das ist ja eine Katastrophe. In die Eisenbahn muss man sehr viel mehr investieren. Ich wäre sowieso sofort dafür, die Eisenbahn wieder vollständig zu nationalisieren und so auszubauen, wie etwa hier in meiner Nachbarschaft die Schweiz ihre Eisenbahn ausgebaut hat. Das ist ein Wunder, wie das funktioniert. Es funktioniert pünktlich. Es funktioniert in jedem kleinen Ort, fahren die mit ihren Zügen. Und in Deutschland hat man das alles vor die Wand gefahren. Warum hat man es vor die Wand gefahren? Weil ja 10 Jahre lang die Ideologie herrschte, die Bahn muss an die Börse. Das war ja das Heiligste überhaupt, die Bahn muss an die Börse. Und dafür haben sie allen möglichen Blödsinn gemacht, nur um Gewinne vorzuweisen, kurzfristige Gewinne vorzuweisen, damit sie endlich an die Börse können. Aber das ist vollkommener Quatsch. Dieses Unternehmen gehört in die Staatshand und fertig. Und der Staat hat es gefälligst durchzuführen, wie viele andere Dinge auch, von Wasser. Mhm. Energie und so will ich gar nicht reden. Ja, um da mal eine Kennziffer zu nennen, also die Schweizer Bahn hat 5-mal mehr Geld pro Bürger des Landes als die Deutsche Bahn. Auf Fahrgäste runtergerechnet sieht die Zahl anders aus, aber da ist sozusagen sehr viel mehr Spielraum. Trotzdem, wenn wir jetzt sagen, der Staat kümmert sich um Investitionen in Infrastruktur, die sozusagen allen zur Verfügung steht und die keiner für sich einfach lösen kann, sondern wo man so eine staatliche Investition braucht, dann holt man die Unternehmen wieder rein und sagt, ihr müsst jetzt Verantwortung übernehmen, Löhne hoch. Wäre das jetzt zu einfach gedacht zu sagen, naja, wenn die Löhne steigen, steigt die Löhnstückkosten, also das Produkt wird am Markt teurer und damit hat man die Disbalance wieder ausgeglichen von Deutschland mit seinen Exportnationen oder wäre ja, das? Genau so ist es. Deutschland hat, wie gesagt, 10, 15 Jahre zu niedrige Löhne gehabt für die Europäische Währungsunion. Ich rede immer über die Europäische Währungsunion, wo wir klare Maßstäbe haben für die Lohnentwicklung, die wir schon diskutiert hatten. Und insofern muss Deutschland jetzt einen Gegenposten bilden. Deutschland muss stärker steigen. Die Löhne müssen jetzt stärker steigen. Die müssen das wieder aufholen, was sie verloren haben. Sozusagen in den letzten 15 Jahren, was eine ungeheure politische Aufgabe ist. Denn man muss den deutschen Unternehmen erklären, dass sie dabei nicht vor die Hunde gehen. Ne? Weil die denken ja alle mikroökonomisch. Die Unternehmenswelt ist mikro. Und der Unternehmer hasst nichts mehr, als über seine Mikrowelt hinauszugucken. Und deswegen muss man kompetente Politiker haben, die den Unternehmen erklären, ihr geht jetzt dabei nicht unter, sondern wenn die Löhne steigen, wird es euch am Ende gut gehen. Vielleicht anderen Unternehmern, nämlich die erst in den Binnenmarkt bedienen, aber da geht die Welt nicht unter. Und im Export müsst ihr in der Tat auf etwas verzichten, denn wenn der Euro zusammenbricht und die Italiener und Franzosen früher oder später aussteigen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, dann geht es euch auch schlecht. Dann geht es euch aber über Nacht schlecht sozusagen. Und was wir wollen, ist ein allmählicher Umstieg von Deutschland von dieser verrückten Exportorientierung hin zu einer normalen Exportorientierung. Aber in diesem Bild, also Produktivität gekoppelt an den Arbeiter und seinen Lohn, beziehungsweise die Kosten, die dann am Markt erreicht werden für Produkte, Automatisierung, also wo findet da, also es gibt ja ein Argument, zum Beispiel für den Mindestlohn, der Druck steigt, die Produktivität, also die Produktion selbst zu automatisieren. Und das findet man ja recht häufig, Automobilindustrie, also da, wo wirklich Massenproduktion und Metall und so weiter stattfindet. Da ist es ja bisher sehr einfach gewesen zu automatisieren, wurde auch gemacht. Trägt das auch das Argument mit, was Sie immer aufmachen? Oder müsste man nicht nochmal so ein Seitenargument aufbauen, dass man
die Kosten, die ein Produkt am Ende am Markt erreicht, nicht nur auf den Arbeitslohn, sondern eben auch auf neue technische Innovationen in der Produktion, also damit reinholt in dieses Bild. Ja, nein, davon halte ich nichts, weil das ist schon abgedeckt. Worüber ich rede? Ich rede über die Produktivität. Ne? Produktivität, da sind ja alle diese Rationalisierungsprozesse drin. Die Digitalisierung ist alles in der Produktivität drin. Produktivität ist alles, was wir haben. Wie gesagt, dividiert durch die Arbeitsstunden. Da ist alle, jeder technische Fortschritt ist da drin. Da gibt es nichts mehr anderes. Und wenn wir diese Produktivität in höheren Löhnen weitergeben, höheren Reallöhnen, in höhere Kaufkraft weitergeben, dann gibt es auch kein Problem mit der Rationalisierung. Also die Rationalisierung ist genau dann kein Problem, wenn die Löhne entsprechend steigen, weil dann die Menschen Sachen nachfragen, andere Sachen nachfragen. Und was sie nachfragen, können wir auch entscheiden. Die können intelligente Sachen nachfragen oder blöde Sachen. Wir können sie ökologisch in eine richtige Richtung drängen oder auch nicht. Das können wir alles machen. Aber solange sie jedenfalls das Geld haben, um die Produkte zu kaufen, die mit der höheren Produktivität produziert worden sind, gibt es kein Problem. Und deswegen ist dieses ganze Gerede über Digitalisierung, wenn ich den Herrn Philosophen Brecht höre, da wird mir ganz anders, da wird mir schlecht sozusagen, weil er redet ein Zeug, ohne ein bisschen zu wissen von diesen Zusammenhängen und ohne das Wort Lohn ein einziges Mal in den Mund zu nehmen. Mhm. Aber das passiert selbst bei Gewerkschaftsführern heutzutage. Ich weiß nicht, was da los ist. Die alte, einfache Regel der letzten 200 Jahre heißt, erhöht die Löhne, Punkt aus, dann ist die Sache, ist das kein Problem. Hm. Aber um Brecht nochmal zu verteidigen an der Stelle, also wenn man sich jetzt eine Branche anguckt, Mehl, also die Produktion von Mehl, das Getreide kommt in die Mühle. Das ist immer schon so, das sehen Sie, das ist schon 200 Jahre so, das ist ja völlig in Ordnung. Deswegen entstehen aber neue Bedürfnisse und Wünsche und entsteht neue Nachfrage, wenn die Löhne... Ja genau, das wollte ich fragen. Also, weil ich will es nur mal kurz nennen, weil runtergebrochen heißt es ja tatsächlich innerhalb von 40 Jahren, also einer Arbeitergeneration, hat man für die Produktion von 1000 Tonnen Mehl, also früher hat man 400 Arbeiter gebraucht, die dann im Schichtbetrieb die Mühle betrieben, und heute sind es tatsächlich nur noch 3 Ingenieure und einer, der die Oberaufsicht, also 4 Leute arbeiten noch, um 1000 Tonnen Mehl zu machen. Aber Sie würden sagen, der Arbeitsmarkt, die Gesellschaft entwickelt sich immer in eine Richtung, dass dann, also da wird ja auch neue Möglichkeiten frei dadurch, dass plötzlich... Genau, das steht ja neu, das passiert ja dadurch, dass wir neue Möglichkeiten entwickeln, ne? Im gleichen Atemzug, und da gibt es keine Verzögerung dazwischen, sondern im gleichen Atemzug, wo das Mehl billiger wird, entsteht Realeinkommen bei den Menschen, die bisher Geld für Mehl ausgegeben haben, und die geben es für was anderes aus. Mhm. Bisher hat es noch kein Problem gegeben, dass die Leute das Geld nicht ausgeben. Das Problem ist, dass die Leute kein Geld bekommen, keine Einkommenserhöhung haben, ne? Aber dass sie das Geld, was sie haben, nicht ausgeben, das ist nur ein absolutes Reichenproblem. Das ist ein Problem der obersten 10.000 sozusagen, was wir dadurch lösen sollten, dass wir sie höher besteuern. Aber es ist kein Massenproblem. Also es gibt keine Sättigung auf breiter Front. Und deswegen ist dieser Prozess vollkommen unangetastet. Er funktioniert genauso weiter wie vor 200 Jahren. Ich will aber noch eines sagen. Hinzu kommt aber noch, und das ist besonders paradoxe, dass die Produktivität im Moment ganz schwach steigt. Ne? Sie steigt schwächer als jemals zuvor. Also von daher ist auch die Sorge, jetzt die Digitalisierung, die Produktivität wird uns erschlagen sozusagen. Ist durch nichts gerechtfertigt, ist nirgendwo zu sehen. Und deswegen kann ich nur warnen vor solchen Warnern. Also Digitalisierung bringt erstmal viel Ablenkung am Arbeitsplatz mit. Ja, genau. Ja, Umschichtung. Nein, was es bringt, ist natürlich, was es fordert, ist Mobilität. Nicht jeder kann immer seinen Arbeitsplatz behalten. Die Mehlerzeuger mussten halt was anderes lernen, aber das haben wir bisher auch ganz gut hingekriegt. Ja, aber zu diesem was anderes, also es steckt ja ein Argument, auch wenn man jetzt Brecht oder so zuhört, die Gesellschaft hat jetzt, und ich meine jetzt wirklich 2017, auch die Chance, sich darüber ins Benehmen zu setzen, eine Abkopplung von Lohnarbeit, also Beschäftigung, aber eben nicht mehr Lohnarbeit. Das sehen Sie aber dann... Also nein, warum so, was das heißt nicht mehr Lohnarbeit? Wir können die Leute weiter entlohnen, wir müssen sie vernünftig entlohnen. In den Bereichen, wo wir keine Produktivität haben, im Dienstleistungsbereich, da müssen wir sie besonders gut entlohnen. Ich bin dafür, dass Nachtschwestern oder Krankenschwestern massiv höher entlohnt werden, als sie heute entlohnt werden. Weil wir da einen wirklichen Bedarf haben. Und dieser Bedarf wird immer größer und den müssen wir vernünftig decken durch vernünftig ausgebildete, gut ausgebildete Menschen. Und die müssen anständig bezahlt werden. Da gibt es kein Problem, was übrig bleibt sozusagen. Ja. Ja genau, es gibt kein Problem, das übrig bleibt, aber man muss es immer irgendwie
zur Lohnarbeit machen. Weil es gibt ja immer diese Ideologie von, irgendwann sind wir in so einer Star Trek-Welt, in der nur noch die Aufgabe zählt, der man sich intrinsisch verpflichtet und man wird halt versorgt von einem Computer, der aus nichts Essen macht. Ja, da sind wir lange nicht. Das ist die schöne magische Welt, wo wir morgens jagen, mittags philosophieren und abends fischen oder umgekehrt, ist egal. Ja, aber da sind wir ja nicht in dieser Welt. In dieser Welt geht morgens einer in die Fabrik und legt einen Schalter um und alle Produkte werden produziert. Aber das ist ja nun nicht so. Gut, dann kommen wir mal zur deutschen Politik, weil neben Macron steht ja jetzt erstmal nicht mehr auf Seiten einer möglichen Regierung, aber der Lindner ist ja deswegen nicht weg. Üblicherweise, wenn wir Nachrichten gucken, Thilo Jung und ich, dann fällt uns ja immer wieder auf, dass zwar Börsennachrichten irgendwie stattfinden und so, aber es ist immer so dieser Tenor, ja, also ob jetzt Trump gewählt wird, ob Brexit passiert, die großen Unternehmenslenker, denen ist das eigentlich egal. Also die kommen sozusagen heute mit allem aus. Es gibt da ein paar Verwerfungen und so, einzelne Unternehmen, okay, aber so im Großen und Ganzen ist die ökonomische Sphäre ganz entkoppelt von dem, was in der Politik passiert. Und es gab eine Ausnahme, als die Möglichkeit im Raum stand, dass die FDP mitregiert mit dem Wahlprogramm, das sie hat, gab es große Angst innerhalb der EU, aber auch zum Beispiel bei BlackRock, also diesem größten Investor der Welt. Selbst der hat plötzlich öffentlich über seinen, ich weiß gar nicht, der europäische Sprecher in irgendeiner Funktion, hat plötzlich Bedenken geäußert vor einer Möglichkeit, dass die FDP mit an der Regierung ist. Was macht die FDP wirtschaftspolitisch so gefährlich, dass plötzlich so ein Tenor da auftaucht? Ja, das kann ich nicht genau sagen, weil ich die Stellungnahme von BlackRock nicht kenne. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich stelle mal eine Vermutung an. Eins der Punkte, die FDP ja sehr hart vertritt, ist eine Insolvenzordnung für europäische Staaten. Das ist so einer ihrer wichtigsten Glaubenssätze. Wir müssen Haftung in die Staaten bringen. Die Staaten müssen haften für ihre Fehler und ihre Risiken, was von vornherein eine ziemlich unsinnige Idee ist. Aber das Schlimmste dabei ist, dass sie damit natürlich unglaubliche Unsicherheit in die Märkte für Staatsanleihen bringen. Und ich nehme an, auch für BlackRock sind Staatsanleihen ein ganz entscheidender Markt. Und selbst diese Leute, die eng am Markt sind, die wissen, dass Staatsanleihen sozusagen der Anker des gesamten Finanzmarktes sind. Und wenn man diesen Anker löst, wie die FDP das so mal lustig macht, wir machen mal lustig Insolvenz von Staaten, dann kann natürlich das ganze Finanzwesen in die Brüche gehen und davor fürchtet sich dann auch BlackRock. Also das ist jetzt mal meine Interpretation. Hm. Daneben sagt Lindner auch, keine weiteren europäischen Geldtöpfe. Das ist ja nun genau das Gegenteil von dem, was Macron davor schreibt. Ja. Ja, Lindner hat eine oder die FDP generell haben eine wirklich absurde europäische Position. Deswegen fand ich ja von vornherein den Versuch, die in Jamaika einzubinden, sehr, sehr fragwürdig, weil erstens diese Insolvenz von Staaten ist extrem problematisch. Davon halte ich überhaupt nichts. Denn der Staat muss immer der letzte Anker, wie gesagt, des Finanzsystems sein und muss stabil bleiben und er muss auf jeden Fall gerettet werden, wenn er in Schwierigkeiten gerät, was eigentlich in Europa nicht passieren dürfte, aber passiert ist. Gut, will ich jetzt nicht lange im Einzelnen erklären. Aber trotzdem, lassen Sie uns kurz dabei bleiben. Zypern hat ja beispielsweise mal so einen Schuldenschnitt gemacht, bei dem so ein oder andere Investor dachte, oh Gott, jetzt fehlt wirklich mir ein bisschen Geld. Bei Griechenland war ja immer die Frage, naja gut, Griechenland steht halt schlecht da, deswegen steigen die Zinsen auf 9% oder sowas, also astronomische Renditequellen, aber eben immer mit der Gewissheit, na am Ende werden die halt rausgehauen. Und wenn Lindner jetzt sagt, naja, aber wenn Risiko 9% ist, kann das halt auch bedeuten, dass es am Ende nicht gut geht und man nicht nur die Zinsen nicht bekommt, sondern auch seine Einlagen verliert. Ist das nicht eigentlich... Was heißt nicht gut geht? Sie müssen einen Moment drüber nachdenken, was heißt nicht gut geht? Wird dann Griechenland, sagen wir mal, wird in der Ägäis versenkt oder was? Es geht um Staaten. Ja, Unternehmen können ja untergehen, aber Staaten gehen nicht einfach unter. Ne? Man kann nicht sagen, Griechenland wird irgendwie abstürzen oder verschwinden oder irgendwas. Steckt dann nicht die Perversion darin, dass es überhaupt 9% Zinsen gibt dann? Ich will es gleich nochmal erklären. Der einzige Punkt, warum man international in einen Staat in monetäre und finanzielle Schwierigkeiten ist, weil er kommt, ist der Punkt, dass er nicht genug Auslandsdevisen hat, nicht genug Dollars hat, um seine Schulden in Dollars zu bezahlen. Ne? Das ist das Problem. Nationale Währungen hat man nie ein Problem, weil nationale Währungen kann jeder Staat herstellen. So,
in der Europäischen Währungsunion haben wir eine atypische Situation, nämlich wir haben in der ersten Runde, als noch niemand begriffen hat, was eigentlich Währungsunion ist, auch die EZB nicht, um das klar zu sagen, hat man zwei Staaten, nämlich Zypern und Griechenland, in eine Falle laufen lassen. Man hat sie nämlich in die Falle laufen lassen, dass die Märkte ihnen diktieren konnten, wie hoch die Zinsen sind. Das ist grundlegend falsch. Wenn Herr Draghi, ich weiß nicht, ob er damals, er war vielleicht noch gar nicht dran, oder Herr Trichet, ist egal, begriffen hätte von Anfang an, was Währungsunion bedeutet, nämlich, dass dieses Geld absolut stabil zu sein hat und das Geld jedes einzelnen Landes ist. Und die Griechen, das griechische Geld ist eben der Euro und nicht ein Scheineuro, der im Rest Europas zirkuliert und in Griechenland nicht mehr da ist. Der ist da. Und dann hätte Herr Draghi oder Herr Trichet hätten sofort bei den ersten Anzeichen intervenieren müssen in den Markt, was sie jetzt ja jeden Tag tun, in unglaublichem Maße intervenieren sie jetzt an den Kapitalmärkten und hätten dafür sorgen müssen, dass die Staatsanleihen Griechenlands niemals auf 9% steigen. Das wäre ein vernünftiges Verständnis von einer Währungsunion gewesen. Und das hätte bedeutet, dass die Geldpolitik das tut, was in ihrer Macht und steht, nicht nur was in ihrer Macht steht, sondern was ihre Aufgabe ist, ihre genuine Aufgabe ist. Und dann hätte man diese ganze Staatenretterei in der Weise, wie es dann über dieses ESM gelaufen ist, überhaupt nicht gebraucht in Europa. Das war sinnlos. Das war ein vollkommen sinnloses Unterfangen. Und es ist dann noch falsch ausgefüllt worden, mit der falschen Politik von Herrn Schäuble vor allem. Also steckt die Perversion darin, dass man sagt, eine europäische Währung mit einem Wert, folgerichtig, aber die Zinsen hätten genauso auf ein Niveau gebracht werden müssen. Ja, genau. Die Zinsen hätten auf ein Niveau gehört, aber dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass jedenfalls auf längere Frist auch die Preise am gleichen Tempo steigen. Ne? Mhm. Und hier kommt wieder Deutschland ins Spiel. Deutschland darf nicht runterbleiben unter der Inflationsrate und Griechenland darf nicht drüber gehen. Griechen haben natürlich über ihre Verhältnisse gelebt, Deutschland haben unter ihre Verhältnisse gelebt. Das hätte man 2008, 2009 bereinigen müssen, aber eben von beiden Seiten und nicht nur von deutscher Seite den anderen diktieren, was sie tun sollen, was am Ende für alle falsch ist. Mhm. Sondern man hätte sagen müssen, Deutschland muss rauf mit den Löhnen, Griechenland muss runter. Das ist gar keine Frage. Damit es wieder eine Konvergenz bei der Wettbewerbsfähigkeit gibt. Denn das ist das Entscheidende in der Währungsunion, wenn man keine eigenen Währungen mehr hat, die man ab- und aufwerten kann, dann muss man wettbewerbsfähig bleiben über die Lohnentwicklung. Mhm. Der Varoufakis, also der ehemalige griechische Finanzminister, hat jetzt in Brüssel gesagt, wenn Lindner regiert, bedeutet das Schäublismus, aber eben nur noch reine Ideologie. Es bliebe nicht mal als Rest noch so, dass Schäuble wirklich so eine europäische Idee hatte. Also Lindner sozusagen nur noch, wenn Lindner in der Elefantenrunde sitzt, nach einer Wahl sagt er, Europa muss jetzt gestärkt werden und nicht geschwächt. Und er wendet sich dann gegen die AfD, die Europa zerstören möchte. Gleichzeitig fährt er sozusagen alles runter, also bringt gar keine europäische Idee mit und macht finanzpolitisch gar keine Zugeständnisse. Ist das eigentlich nicht genauso schlimm wie das, was die AfD vorhat? Ja, ich glaube, was die FDP, also Lindner, vorhaben, ist in der Tat nicht sehr unähnlich dem, was die AfD in vieler Hinsicht vorhat hat. Weil ich glaube, dass Lindner hat ein großes Ziel, ich habe das in meinem Artikel gestern geschrieben, Lindner hat das große Ziel, die FDP in die Reihe der großen Parteien irgendwie einzusortieren. Er will also nicht bei 10% stehen bleiben, sondern er will auf 20% oder 25%. Und er sieht, dass die AfD eine extrem neoliberale Partei, ne? Das, wenn man das Parteiprogramm anguckt, das ist liberaler als das der Liberalen, dass die auch 12% holt sozusagen und die möchte er gerne haben. Hm. Und wie kann er die 12% bekommen von der AfD? Nun, indem er sich jedenfalls so am Rand entlang schleicht, im europäischen Rand entlang schleicht und immer noch allen Wählern sozusagen den Eindruck vermittelt, hey, ich bin eigentlich genauso wie die und ich werde dieses europäische Lastertum auch mit Stumpf und Stiel ausrotten. Dadurch glaubt er, sich die Chance erhalten zu können. Und deswegen sieht man ihn in Brüssel und in Paris auch zu Recht extrem kritisch. Und das war bei Schäuble natürlich nicht der Fall. Schäuble war unendlich naiv in Sachen Wirtschaftspolitik. Er hat keine Ahnung, hat nie eine gehabt. Er hat es am Ende ja auch zugegeben, dass er nur auf die Berater gehört hat, was schrecklich ist. Aber er war doch zutiefst überzeugt von Europa. Nur in der Kombination deutsche Überheblichkeit, die auch Schäuble hatte,
mit ja, antieuropäischen oder doch jedenfalls nicht sehr proeuropäischen Ansichten, ist das wirklich gefährlicher als das, was Schäuble dargestellt hat. Hm. Okay, unter der Mehrausgabe werden wir die FDP mal weiter beobachten. Das war ein guter Hinweis. Lassen Sie uns zum Ende nochmal, Sie haben ja nun diesen Blick von außen, würde ich mal sagen. Es gibt ja in Deutschland, also wir fragen uns immer, an wen sollen wir uns eigentlich halten, wenn wir uns jetzt darüber informieren wollen, was in Deutschland vor sich geht. Uns ist aufgefallen, das Institut für Leibniz-Institut in Halle. Das macht zum Beispiel häufig Zahlen zum Thema, Deutschland hat sich so und so viel an Europa bereichert. Dann haben wir so das IFO-Institut, was immer noch so die alte Linie fährt. Das DIW mit Fratscher, der immer mal wieder auf soziale Ungleichheit hinweist, aber dann trotzdem noch warnt davor, groß umzuverteilen, sondern dann so um Bildungschancengleichheit geht. In Kiel gibt es ein Institut. Herr Hüter hat ein Institut. Wenn das junge deutsche Publikum sich informieren möchte, können Sie so einen Kompass geben, welches der Institute wie, sagen wir mal, tragfähig ist für Argumentationen, die man so für sich benutzen kann, wo gute Publikationen stattfinden? Ja, das ist leider sehr schwierig geworden, weil es die Konfrontation oder die Opposition, die es mal in den Instituten gab, ich habe selbst lange im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gearbeitet, in Berlin, die gibt es leider nicht mehr, sondern mit Fratscher ist auch das DIW sozusagen sehr Mainstream geworden, obwohl, Sie haben zu Recht charakterisiert, er ab und zu mal so einige Auswürfe macht, die aber nicht sehr substanziell sind. Und ja, insofern ist die Orientierung an der Institutelandschaft zum Beispiel ungeheuer schwer, weil es gibt dann noch das IMK, ein Gewerkschaftsinstitut in Düsseldorf, geleitet von Gustav Horn, die wieder eine andere Position haben, die aber auch sehr stark gewerkschaftlich gelenkt sind, sozusagen unabhängige Informationen zu bekommen, ist wirklich ein Problem. IFO ist sicher arbeitgeberseitig ganz klar verortet, Kiel auch, Halle auch. Wen haben wir noch? Essener Institut ganz genauso. Und damit sind wir schon quasi durch. Es gibt keine wirklich unabhängige Position. Und wenn Sie dann noch den Sachverständigenrat nehmen, weil die gerade rausgekommen sind mit ihrem Jahresgutachten, das ist absolute Katastrophe, das ist also die größte Katastrophe. Insofern, sich unabhängig zu informieren, ist schwer. Man muss halt ein bisschen suchen. Wie gesagt, ich kann ein Makroskop anbieten, da versuchen wir einiges. Und wir versuchen es wirklich, ich sage es nochmal, ganz unideologisch. Wir haben auch ideologische Beiträge, gar keine Frage. Wir haben auch Beiträge, die klare politische Positionen haben und so weiter. Aber wir haben auch viele Beiträge, wo wir versuchen, eben nur in Sachen Logik klar zu sein und die Ideologie vollkommen rauszulassen, wo wir Fakten präsentieren und so. Und das ist eigentlich das, was in Deutschland fehlt. Und ich klage seit 40 Jahren, wir müssten auch die Regierung, auch eine vernünftige, progressive Regierung, müsste dafür sorgen, dass an den Universitäten nicht eine Lehre gelehrt wird, sondern dass eben immer zwei oder drei unterschiedliche Positionen besetzt werden und damit auch den Studenten die Möglichkeit gegeben wird, sich objektiver, als es heute der Fall ist, zu informieren. Aber gibt es wenigstens in deutschen Universitäten noch einzelne Professoren, gerade mit aktiven Lehrstühlen, bei denen Sie sagen würden, also an denen kann man sich so ein bisschen halten, der publiziert auch fleißig oder so. Also gibt es überhaupt? Ja, leider ganz wenige. Ja. Der Bofinger, der Minderheit, ist im Sachverständigenrat sicherlich, aber dann ist es auch schon bald zu Ende. Es fällt einem einfach nicht sehr viel ein, weil man in Deutschland sehr radikal, so radikal, wie man in Deutschland eben mit solchen Dingen umgeht, dafür gesorgt hat, dass der sogenannte Keynesianismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet wird, was ein Unsinn ohnegleichen ist. Denn in den angelsächsischen Ländern gibt es natürlich sehr viel größere Fraktionen von Keynesianern oder sagen wir progressiven Ökonomen, wie immer man es nennt, unorthodoxen Ökonomen, ist völlig egal. Aber Leute, die sich eben nicht ein X vor ein U vormachen lassen, sondern kritisch denken und auch diese kritischen Sachen publizieren und auch so publizieren, dass es der normale Bürger verstehen kann. Ja. Na gut, dann halten wir uns für heute an Sie. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Herr Flassbeck. Danke auch. Wiederhören.